Ich erschwitze. Also, wir sehen uns später. Bis dann. So, ich glaube, die wollen mich alle verarschen. Musst du doch nicht aufgeregt sein. Die Mama war da auch schon gelegen. Hallo, hallo, meine Lieben. Heute hatte ich mal Lust auf Brunchen. Meine Männer kommen auch gleich. So sieht jetzt unser Tisch aus. Und da ist mein Mann, der grillt auch schon fleißig. Da habe ich auch leckere Sachen drauf, die kann ich euch mal zeigen. Also hier habe ich Kartoffeln abgekocht, frische Champignons sind drinnen, rote Zwiebeln. Und dann habe ich Raclette-Käse oben drüber. Und ja, hier sind ganz normale Bratwürste. Und hier sind noch die Brötchen drinnen. Ich habe die heute nicht in den Ofen, denn mehr Realität und so. Ich habe den eingesprüht und habe es nicht geschafft, ihn auszuwischen und sauber zu machen. Außerdem sollen wir ihn dann auch nicht gleich benutzen. Und deshalb habe ich die Aufbackbrötchen einfach hier rein. Ja, so sieht's aus. Hallo, hallo, da bin ich wieder. Ich fahre Lassie jetzt schnell ins Schwimmbad. Bleibt dort auch eine Weile. Tschüss, ne? Und hier habe ich schon dieses Gefäß runtergebracht ans Auto. Und da vorne habe ich noch zwei Behälter, die ja, bringe ich jetzt mal zum Gärtner. Ich habe nämlich noch total viel Gartenarbeit und ich gebe es zu, diesen Luxus gönne ich mir heute mal, dass ich diese drei Behälter zum Gärtner bringe. Und der soll die dann ja, schön bepflanzen. Da ist der Lassie mit unserer Melone und ich habe einen gelben Sack, den bringe ich jetzt in die Garage. Und da sind diese Behälter, von denen ich gerade erzählt habe. Also, los geht's! Ja. Jetzt ins Schwimmbad. Oh, der Max war wieder in dem Auto gesessen, ey. Der verstellt mir immer meinen Sitz. Okay, Lassie, freust du dich aufs Schwimmbad? Ja. Schön. Heute passt ja auch das Wetter, ne, mein Schatz? Ja. So, ich glaube, die wollen mich alle verarschen. Jetzt hat der Laden bei uns im Ort zu, also der Gärtner. Betriebsferien und jetzt bin ich extra nochmal 3 Kilometer weiter gefahren. Die haben auch geschlossen. Jetzt muss ich in die Stadtmitte fahren mit meinem Panzerauto, was überhaupt nicht lustig ist, weil der Laden so zum Teil, also ein Anfang der Fußgängerzone ist. Also man darf noch reinfahren. Man kann da parken und dann muss man halt ein Stück zu Fuß laufen. Das ist natürlich total lustig mit diesen Riesenteilen da hinten, ne? Es nervt mich jetzt voll. Also das ist halt richtig doll teuer. Ich frage jetzt erstmal nach, was er verlangt ja, fürs Bepflanzen. Und dann sehen wir weiter. Ich habe heute ein bisschen Pech gehabt mit meinem Vorhaben, dass ich mir mal was gönne. Gartenarbeit ist halt echt eigentlich was Schönes. Es ist natürlich auch schön, wenn man einen schönen Garten hat. Das ist überhaupt keine Frage. Wenn es schön gemütlich draußen ist, ne? Wenn da schöne Pflanzen sind. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt. Unsere Klimaanlage ist kaputt gegangen im Urlaub. Das war zu viel für das Auto. 2000 Kilometer hin und 2000 zurück hat die Klimaanlage den Geist aufgegeben. Egal. Jedenfalls war ich jetzt stehen geblieben. Alter Schwede. Wo war ich jetzt stehen geblieben, Leute? Ich habe einen Faden verloren. Ah ja, Garten. Garten. Richtig. Ja, es ist was Feines, einen schönen Garten zu haben, wenn alles schön gepflegt ist und so weiter. Aber wir haben einfach zu viel Garten. Leute, wir haben einfach zu viel Garten. Und ich bräuchte da echt mal Hilfe. Irgendwie so ein hübscher Gärtner, den ich beobachten kann, wenn ich drinnen am Putzen bin. Ich mache nur Spaß, Leute. Ich mache nur Spaß. Ja, der Max, der hilft mir ja auch total fleißig im Garten. Aber er hat es jetzt auch ein bisschen schleifen lassen. Ne? Ich muss es zugeben. Es ist auch einfach zu heiß im Moment. Gott sei Dank ist es heiß. So, also ich bin jetzt gleich da, die Leute gucken. Wir sehen uns später. In der Innenstadt. Okay, ich bin gleich da. Ich parke jetzt einfach vor der Tür. Und hier gegenüber ist auch die Polizeistation. Habe ich halt meine Ausnahmegenehmigung. Oh, da ist meine Friseurin. Ah, da ist meine Friseurin. Das ist gut. Ich muss sowieso noch einen neuen Termin machen. Kleinstadt und so. Ach, die geht auch daran. Perfekt. Ah, die haben auch zu. Die haben auch zu, Leute. Okay, die haben auch zu. Ja, ich habe eben Pech gehabt, ne? Jetzt muss ich mir diese Teile da hinten wieder rausschleppen. Ich stelle sie jetzt in die Garage. Sieht halt jetzt total blöd aus am Eingang. Und dann warte ich, bis der Laden wieder vom Urlaub kommt. Oder soll ich mir das jetzt selbst bepflanzen? Ey, ich habe so viel Gartenarbeit. Hallo. Das wollte ich mir jetzt mal gönnen. Ich glaube, ich bepflanze selbst. Okay, wir werden sehen. Also, bis später. Da bin ich wieder auf der Terrasse von Max. Ich beobachte jetzt die Jungs.
Der Max baut nämlich gerade seinen Pool ab. Der muss ihn nämlich sauber machen, nachdem er ihn nicht so gut behandelt hat. Muss er ihn jetzt sauber machen. Ich zeige euch mal den Max. Mit seinem Kumpel, der Passi. Wer hätten wir die Dinger auch eigentlich drin? So sieht es jetzt aus. Nicht so appetitlich, ne? Wasser haben wir schon abgelassen. Wie war jetzt eigentlich nochmal dein Plan, Max? Einfach abmachen. Komm, Max, geh baden. Okay, die Blume ist eh gegossen werden. Ey, unser Garten sieht so schlimm aus. Schaut mal. Also irgendwie sieht es ja schon schön aus, ne? Aber Rindenmulch muss wieder aufgefüllt werden. Ganz viel sogar. Und da drüben, das kann ich euch dann auch mal zeigen. Also da drüben ist auch ganz viel Arbeit. Kann ich euch mal zeigen. Ist ganz viel Arbeit. Ja, also hier muss Rindenmulch aufgefüllt werden. Und ja, das muss halt alles schön gehalten werden, ne? Das ist wirklich nicht ohne hier der Garten. Hier drüben auch leider mit ganz viel Rindenmulch muss das aufgefüllt werden. Das ganze Unkraut muss raus und es geht natürlich jetzt nicht bei den Temperaturen, ne? Und hier ist ja unser Buchsbaum, der vom Buchsbaumzünsler befallen war. Max, ist der Zünsler jetzt weg? Kann gerade nicht. Kann gerade nicht, okay. Er holt gerade unten was hin. Wir fragen ihn gleich wieder. Brauchst du einen Hochdruckreiniger jetzt? Na klar. Schwimm, Passi, schwimm. Boah, hier sieht's aus. Naja, gut, aber die Jungs bringen das jetzt in Ordnung. Na, Max? Ja. Also der Max sagt gerade, dass wir den Buchsbaumzünsler noch haben. Leider. Tschüss, Snap. So, ich vertraue den Jungs jetzt, dass die ja, das ordentlich machen und dass das Haus noch steht, wenn ich wieder zurück bin, denn ich muss jetzt auf die Arbeit. Wir hören uns später. Oder wir sehen uns später. Schaut mal, was der Max gemacht hat. Ich bin nicht so zufrieden. Ich muss den jetzt mal anrufen, wie er sich das vorstellt. Das sieht nämlich ein bisschen komisch aus hier. Okay, das haben sie schon sehr ordentlich gemacht, die Jungs. Muss man schon zugeben. Aber das mit dem Geländer da vorne, das gefällt mir nicht. Okay, aber er hat gerade gesagt, dass es trocknen muss. Hoffentlich kommt er rechtzeitig wieder heim. Dass das wieder abhängen kann, die Wäsche von der Wäscheleine. Hello, hello, da bin ich wieder. Sorry, jetzt habe ich mich gestern gar nicht mehr bei euch gemeldet. War keine Absicht, aber es war total stressig. Jetzt muss ich mich auch schon wieder ranhalten. Ich bereite jetzt Flammkuchen vor. Da habe ich mir gedacht, nehme ich die Kamera mit. Nachdem mich ganz, ganz viele gefragt haben auf Snapchat, wie ich denn unseren Flammkuchen zubereite. Also ich mache den selbst, aber es geht so einfach. Das ist echt kein großes Hexenspiel oder Hexenwerk. Wie sagt man auf Deutsch? Egal. Jedenfalls zeige ich euch das ganz kurz, wie ich das zubereite. Wir essen dann ganz schnell. Wir haben nämlich dann einen Kieferorthopäden-Termin. Der Lessi hat heute den Termin und der Moritz. Der Alessandro geht heute zum ersten Mal zu dem Kieferorthopäden. Ihr habt es vielleicht schon gesehen. Er hat eine Fehlstellung, was ja jetzt nichts Schlimmes ist. Und er ist ja noch sehr klein, also er ist ja 10. Und das ist jetzt auch richtig, dass wir das natürlich in Angriff nehmen und behandeln. Ich bin mal gespannt, was der Zahnarzt spricht, also der Kieferorthopäde. Und halt euch da auf jeden Fall auch auf dem Laufenden. Meine zwei Großen haben ja auch eine Zahnspange bekommen, beziehungsweise der Max hat sie ja jetzt schon wieder raus. Er hat ja sehr, sehr schöne Zähne. Der Max, da bin ich auch echt glücklich drüber. Der Postbote war auch da übrigens, das wollte ich euch auch noch sagen, hat was mitgebracht für meine Schwester. Ich bin so, so glücklich. Das sieht so, so schön aus. Das muss ich euch auch unbedingt zeigen. Und jetzt muss ich mich echt beeilen und ranhalten. Ihr wisst Bescheid, Stress und so ohne Ende. Wir gehen jetzt mal in die Küche und ich zeige euch den Flammkuchen. Lecker! Also ganz schnell im Überblick, was ich dafür benötige für meinen Flammkuchen. Ich habe jetzt hier Blätterteig gekauft. Ihr könnt natürlich auch ganz normalen Pizzateig kaufen. Dann habe ich Creme Fraiche. Ihr könnt natürlich auch Schmand nehmen. Ich würze das Ganze dann mit Salz und Pfeffer. Und Petersilie gebe ich dann noch in die Masse rein. Das verrühre ich dann hier in dieser Schüssel. Und dann zum Belag überhaupt auf dem Flammkuchen habe ich jetzt hier diese Variante, also eine vegetarische Variante. Ich habe frische Champignons, Zwiebel, Paprika und ein bisschen Schafskäse. Ihr könnt natürlich auch Schinken drauf machen. So wie es euch dann eben am besten schmeckt. Also ihr könnt da drauf machen, was ihr eben mögt. Und ich verrühre das Ganze jetzt mal, bereite es zu und dann hole ich euch auch nochmal dazu. Ich habe jetzt den Schmand verteilt. Ich habe übrigens auch noch ein bisschen Soße reingemacht, damit das ein bisschen flüssiger wird. Und jetzt verteile ich dann einfach den Belag. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe den Mulex vorgeheizt und wie lange das jetzt genau drinne bleibt, schreibe ich euch unten in die Infobox. Ich mache das nämlich immer so ein bisschen nach Gefühl. Ich mache zwischendurch mal auf und schaue eben, wie weit das Ganze ist. Und wenn das die richtige Bräune hat, dann hole ich es halt raus. Aber wie gesagt, ich schreibe es euch unten in die Infobox.
Den Rabattcode dazu schreibe ich euch auch mal unten in die Infobox. Habe ich euch ja schon des Öfteren erzählt, dass ich einen Rabattcode habe. Also falls ihr auch Interesse habt an Moolex-Geräten beziehungsweise euch dieses Schätzchen hier zulegen wollt, dann schaut gerne mal unten in die Infobox. Und ich mache jetzt einfach noch einen Salat dazu. Bin schon ganz gespannt und sehr, sehr hungrig. Wir sind beim Kieferorthopäden angekommen. Und bist du aufgeregt, Lassie? Ja. Also der Moritz ist da drüben. Und wir warten jetzt, dass er zu uns kommt. Bin gespannt. Ja. Da bin ich wieder. Ich warte jetzt gerade auf meine Jungs. Sie sind kurz zum E-Center und holen sich was zu trinken. Ich habe meinem Mann jetzt noch schnell Schuhe gekauft. Der hat nicht mal Zeit, sich Schuhe zu kaufen. Unglaublich. Ich hoffe, dass sie ihm passen. Und ja, was hat denn der Zahnarzt gesprochen? Also erstens mal, der ist total nett. Ich mag den sehr, sehr gerne. Der ist so richtig locker drauf. Also zwar sachlich natürlich, aber der nimmt den Kindern auch so die Angst. Mein Mann sagt natürlich, naja, du bringst dem ja auch einen Haufen Geld. Also ne, wir sind ja Kundschaft. Aber es gibt auch komische Leute, die ja anders reagieren, denen wir ja auch Geld bringen. Ne? Egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Alessandro hat jetzt im Oktober wieder den nächsten Termin. Es müssen mehrere Sachen gemacht werden. Es muss geröntgt werden und so weiter. Und da steht jetzt das nächste Kind an mit Zahnspange. Der Lassie war total aufgeregt, aber nachdem er dann gemerkt hat, wie der Zahnarzt so ist, ne, ging das natürlich auch schnell vorbei. Und ich schwitze mir hier einen ab. Ich hoffe, dass die jetzt gleich kommen mit ihrem Getränk. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zu Hause nochmal. Ja, da melde ich mich dann nochmal bei euch. Ich wollte euch ja noch zeigen, was mir der Postbote gebracht hat. Richtig cool. Ja, also ich erschwitze hier mal und ja, gibt es natürlich nicht das Wort, ne? Ich erschwitze hier mal. So, da sind sie, die Jungs. Und, hat's geklappt? Ja. Ist das heiß? Ich erschwitze. Also, wir sehen uns später. Bis dann. Mehr Realität und so, ne? Ich habe gerade die Cola aufgemacht und mir ist die Hälfte entgegengekommen, wie man auch hier sehen kann. Lecker. Was soll ich machen? Es klebt und es ist so richtig eklig. Könnt ihr das überhaupt sehen? Mein ganzer Rock ist voll. Toll. Und warum? Weil die Flasche auf den Boden gefallen ist vorher und das wusste ich nicht. Na danke. Danke fürs Bescheid geben, Kinder. Ich mache mal meine Tür sauber. Mann. Mein Oberschenkel klebt des Grauens. Ey, das ist so ein ekelhaftes Gefühl, Leute. Ich klebe von oben bis unten. Da sagen ja viele, Heide, du bist immer dann noch so lustig, wenn dir solche Sachen passieren. Ja, was soll ich machen? Soll ich ausrasten? Was soll ich machen? Ey, mein Oberschenkel. Oberschenkel voll mit Cola. So nenne ich das Video. Ja. Natürlich nicht. Oder doch? Vielleicht. Vielleicht? Ja, nein, vielleicht. Willst du mit mir gehen? Da bin ich wieder. Ich bin gerade voll im Fresskoma. Ich habe mir nämlich noch ein Stück Flammkuchen geholt. Allerdings war das ein Fehlkauf mit dem Blätterteig. Ich habe einfach hingefasst und habe halt das Falsche genommen aus Versehen, weil ich es nicht nachkontrolliert habe. Egal, es war trotzdem lecker. Und jetzt bin ich so richtig doll satt. Ich muss jetzt gleich auf die Arbeit, aber davor wollte ich euch ja noch ganz kurz zeigen, was mir der Postbote gebracht hat für meine Schwester Steffi. Die hat nämlich jetzt ihr Examen bestanden zur Flugbegleiterin. Ich weiß jetzt nicht, wie das auf Deutsch heißt. Jedenfalls bin ich total stolz auf sie und das muss natürlich belohnt werden. Also es muss jetzt nicht belohnt werden, aber ich wollte ihr halt eine Freude machen. Und sie wird eine neue Uhr von Daniel Wellington bekommen. Ich blende euch die jetzt am besten mal ein, damit ihr sie besser erkennen könnt. Die hat nämlich ein großes Ziffernblatt und ist super, super edel. Ich weiß, dass die Steffi sich auf jeden Fall darüber freuen wird. Und ich habe mir jetzt schon überlegt zu fragen, ob ich meinen Rabattcode anwenden kann. Ich habe nämlich einen 15% Rabattcode. Da kann man eben Geld sparen bei Daniel Wellington. Kann ich euch auch mal unten in die Infobox verlinken. Keine Sorge, ich werde nicht am Umsatz beteiligt. Ich möchte es nur dazu sagen, ich verlinke euch auch immer alle Rabattcodes, die ich so habe, die ich so bekomme für euch in der Infobox, damit ihr da einfach Geld sparen könnt. Und es wäre natürlich cool, wenn auch ich Geld sparen könnte. Und ich glaube, die Steffi wird sich auf jeden Fall freuen. Ich habe hier auch noch so eine kleine Schatulle mit dabei und da war ein Charm drin. Den kann ich euch auch zeigen und zwar sieht der so aus. Es ist eine Herzform und da steht Love drauf. Den gibt es auch in Silber, finde ich richtig, richtig schön. Also so ein Accessoire, das nicht jeder hat. Das wertet natürlich alles nochmal auf, aber die Uhr ist so an sich eh wunderschön, bräuchte es eigentlich nicht, aber wie gesagt, das ist halt so ein schönes Herz, so als Zeichen, ne? Musste mal kurz Arm wechseln, der fällt mir gleich ab. Sie wird noch diese wunderschöne Tasche hier bekommen, das ist ein Imitat, natürlich, man kann es erkennen zu einer richtig teuren Designertasche, die hat nur 16 Euro gekostet, bei Roamwear hier mit diesem goldenen Teil hier, also Anhänger. Also Hängeding, mein Gott, ich bin voll im Italien-Modus, sorry dafür. Voll die Sprachfehler.
Und dann habe ich hier noch diese wunderschöne Bluse mit diesen schönen Details hier, mit diesen Stickereien. Sieht sehr, sehr hochwertig aus. Jetzt kann man sie leider gar nicht so gut erkennen, ne? Auf jeden Fall ist sie wunderschön, verlinke ich euch auch mal unten in der Infobox. Sehr, sehr edel und sehr hochwertig. Und da wird sich die Steffi mit Sicherheit auch drüber freuen. Ich verabschiede mich jetzt mal hier an dieser Stelle von euch, denn wie gesagt, ich muss jetzt auf die Arbeit, damit ich nicht zu spät komme. Ich hoffe, dass euch dieser Vlog gefallen hat, die Einblicke, die ich euch so wieder zusammengeschnitten habe. Und lasst mich das gerne unten in den Kommentaren wissen. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir uns im nächsten Vlog wiedersehen. Die Bella ist da vorne auch noch mit am Start. Bella, na komm mal her. Da ist sie, die kleine, feine Bella. Ja. Wollte sich auch nochmal zeigen. Also ich habe sie gezwungen. Ich habe sie ja geweckt. Und sie dreht sich weg. Okay, super. Also, ich verabschiede mich von euch. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!